Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der Jens, ihr seid richtig bei Optionsstrategien.tv und heute sprechen wir über eine Kennziffer, die wenig bekannt ist, aber die sehr hilfreich ist, gerade wenn man Aktien- oder ETF-Optionen handelt. So, und bei dieser Kennziffer, über die wir heute sprechen, handelt es sich um das sogenannte POT, diese Probability of Touch. Und was heißt das? Übrigens, falls ihr im Hintergrund so ein bisschen Musik hört, im Nachbarbüro hört gerade jemand mit großer Begeisterung Udo Jürgens an und das schallt auch zu uns hier rüber. Also deshalb nicht wundern, ist nicht bei uns Nachbarbüro. Okay? Also, Probability of Touch, was ist das? Stellt euch vor, ihr habt einen beispielsweise einen Short-Put verkauft und den habt ihr verkauft an einem Delta 15. So, ein Delta 15, Delta 16, das entspricht ja ungefähr einer Standardabweichung, also einer Standardabweichung etwa. Und jetzt wissen wir, dass wenn wir einen Put verkaufen, dass wir dann ungefähr eine Wahrscheinlichkeit haben von 15%, dass der Preis des Underlyings, also beispielsweise der Aktie, haben wir also ungefähr eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass am Verfallstag das Underlying unterhalb dieses Puts liegt. Ne? Also dass es so nach unten geht. So, das heißt, wenn wir solche Optionen verkaufen, dann haben wir in umgekehrter Weise eine 85%ige Chance, dass es für uns läuft, dass also diese Option am Verfallstag wertlos verfallen wird. Jetzt stellt sich aber doch mal die Frage, und ihr habt das sicherlich schon das ein oder andere Mal beobachtet, was ist denn eigentlich, wenn zwischenzeitlich der Preis bedrohlich nahe hier an den Put herangeht? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn zwischendurch mal berührt? Weil sicherlich habt ihr das auch schon mal beobachtet, ihr habt eine Option aufgesetzt, ihr habt dann gesehen, okay, der Preis ging beispielsweise hier an den Put heran und am Ende war er aber dann wieder dazwischen. Und jetzt kann man mit Hilfe dieses POT, dieses Probability of Touch, also der Wahrscheinlichkeit der Berührung, kann man jetzt zumindest ganz grob mal abschätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass hier dieser Put oder eben wenn es ein Call ist bei einem Strangle oder was auch immer, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist in Prozenten, dass das Ganze berührt wird. Und das ist wirklich eine ganz einfache Geschichte, denn man kann die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis außerhalb, also in dem Fall jetzt unterhalb des Puts notiert, einfach verdoppeln. Also aus den 15 kann man jetzt ganz einfach 30% machen und dann hat man hier diesen Probability of Touch. Das heißt also, wenn wir Optionen verkaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass während der Laufzeit eine Seite berührt wird, also der Strike berührt wird, doppelt so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende dann auch darunter liegt. Kann man sich zum Beispiel an der Delta 50 Option, also genau am Geld, ziemlich leicht erklären. Die hat eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, Münzwurf, ob das Ganze darüber oder darunter liegt, aber dass es berührt, das ist nahezu sicher und deshalb ist das so eine relativ einfache Formel, die man also nutzen kann und mit der man das herleiten kann. Und bei Future-Optionen muss man ja ein wenig anders handeln als mit Aktienoptionen, aber bei Aktienoptionen kann man daher beispielsweise Folgendes ableiten. Wenn man beispielsweise einen Strangle hat und eine Seite wird berührt, dann muss man jetzt nicht zwangsläufig gleich hergehen und muss sagen, oh, ich muss die Seite, die er berührt hat, wegräumen, sondern oftmals macht es Sinn, diese Seite trotzdem zu behalten. Also das heißt, die Optionen sogar ein bisschen ins Geld gehen zu lassen, lieber die andere Seite nachzurollen und dann, wenn man zum Ende der Laufzeit hinkommt und es wäre immer noch die Option im Geld, dass man sie dann einfach in neue Laufzeiten rollt, damit man eben nicht in irgendeiner Art und Weise angedient werden kann. Probability of Touch, etwas, was selten besprochen wird und es ist jetzt auch keine so gravierend wichtige Kennzahl, dass man sie unbedingt benötigen würde, aber ich finde, es gibt einen gerade, wenn man in einem Trade ist, eine ganz gute Übersicht, wo liege ich denn, wo muss ich denn jetzt beispielsweise adjustieren. Wie gesagt, besonders sinnvoll ist das immer beim Handel von Aktienoptionen, von ETF-Optionen, Indexoptionen, bei Future-Optionen,
muss man das ein bisschen anders machen. Also ich lasse beispielsweise, wenn ich Strangles handle, in Aktienoptionen durchaus den Preis bis an die Strikes heranlaufen und manchmal auch ein bisschen darüber. Bei Future-Optionen mache ich das persönlich nie, sondern rolle immer schon im Vorfeld die Optionen weg. Und bei Aktienoptionen ist das aber aufgrund des viel, viel geringeren Hebels, den man mit einer Aktienoption hat, gegenüber einer Future-Option durchaus machbar. Und wir können dann, wenn euch das interessiert, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, dann zum Beispiel auch mal darüber sprechen, wie man beispielsweise einen Strangle, wenn die eine Seite berührt wurde, wie man den beispielsweise in einen sogenannten Inverted Strangle umwandeln kann. Das heißt also, man würde dann beispielsweise hier den Call immer weiter nach unten rollen und dann würde der Strangle quasi so sein, du hast hier einen verkauften Put und einen verkauften Call. Warum und weshalb das Sinn macht, wenn euch das interessiert, kurz in die Kommentare damit und dann besprechen wir das beim nächsten Mal. Das war's für heute mit diesem kleinen Einblick in die Wahrscheinlichkeiten wieder einmal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video hier bei Optionsstrategien TV. Bis dahin, Servus, macht's gut.